Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Lego Racers. Ich habe jetzt wieder etwas bessere Stimmung, nachdem ich endlich einen Part bzw. zwei Parts aufgenommen habe. Ist ein bisschen länger beim letzten Mal geworden, als ich gedacht habe. Aber egal. Und wir machen jetzt direkt mal weiter. Mit einem neuen Fahrzeug, mit einer neuen Fahrerin diesmal. Sonst sind hier ja alles immer nur männliche Personen. Jetzt einfach mal eine Fahrerin. exotisch. Sehr exotisch. Nee, machen wir. Aber so, ja. Ne, ja, okay. Du, jetzt nur noch eine passende Hose finden für Madame. Genau. So. Und die sieht schon aus wie so ein Pharao. Und Frau halt, Cleopatra. Das ist einfallslos. Lass dir was einfallen, aber fix. Warteschleife mit A. Genau, und sie ist darüber gar nicht erfreut, dass wir sie Warteschleife nennen mit A. Nehmen wir doch jetzt direkt mal das neue Fahrzeug und bauen darauf irgendeinen Blödsinn. Ich hasse dieses Hilfeteil. Wer braucht das schon? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir da drauf jetzt machen. Wir machen ganz viele Zauberstäbe. Wir machen da einen Zauberstab und da einen Zauberstab. Ja, überall Zauberstäbe. Wolf. Nee, das... Wie, das geht nicht weiter an die Seite. Puh. Okay, dann geht das halt dahin. Dann machen wir das so. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber egal. Ich merke schon, ich werde niemals Autos kreieren. Das ist einfach nicht meine Welt. Aber so zum Spaß, warum nicht? Das passt da rein. Dann, nein, ich habe schon wieder gespoilert. So, und jetzt geht's weiter mit Zauberstäbe. Nein, zu weit. Das dürftet ihr gar nicht sehen. Das ist alles nur, weil mein PC mich so abgefuckt hat. Und das ist wieder zu hoch. Verdammt. Das ist auch zu hoch. Das ist alles zu hoch für mich, Leute. Okay, werden wir etwas brutaler. Klingt nicht sehr brutal. Das gibt's nicht. Das ist viel zu breit. Machen wir das so. So einfallslos wie wir sind, machen wir den Boost sinnloserweise genau davor. Ach, ich habe gerade keinen Bock, noch ein Fahrzeug zu bauen, weil ich habe heute eigentlich schon 5 Fahrzeuge gebaut, wovon ihr jetzt gerade eigentlich kaum was mitbekommen habt. Das ist ein bisschen erniedrigend. Egal. Wie man hier auf das Teil einfach nichts mehr bauen kann, das ist... Fackeln. Drehen. Das passt. Wahren wir zumindest den Schein der Symmetrie. Das ist dafür auch schon wieder zu hoch. Mann, was ist... Nee, das ist nicht zu hoch. Das... Dann... Das passt einfach nicht. Okay. Dann belassen wir es bei diesem Teil. Das Teil ist einfach viel zu sperrig. Keine Ahnung. Wir fahren mit der Warteschleife los. Sie mag es nicht. Das soll uns egal sein. Und weiter geht's mit Johnny Thunder, aka... Pseudo-Indiana Jones.
Hey du da, ich muss dich warnen. Mein Auto und ich sind bereit, jedes Rennen zu gewinnen. Trotzdem, viel Glück. Ja, Indiana Jones, dir geht's an den Kragen und hoffentlich diesmal mit Turbostart. Nein, keiner hat einen Turbostart, das ist gut. Und wie ihr wahrscheinlich gerade auch erkennen könnt, die Map wird euch bekannt vorkommen. Nicht nur euch, sondern auch mir. Weil ab jetzt fahren wir alle Strecken rückwärts ab. Und das wird mit dem ganzen Grand Prix passieren. Und daher, von jetzt an werdet ihr die Strecken kennen. Die einzige Strecke, die ihr gleich nicht kennen werdet. Oder, ja, was heißt gleich? Ich werde jetzt erstmal versuchen, ein bisschen am Stück zu spielen. Aber die nächste Strecke, die ihr nicht kennen werdet, ist auch die letzte Strecke. Genau, wir sind hier in England. Das ist die nächste Strecke und die ist von... Die letzte Strecke ist von Rocket Racer. Ich verhaspel mich gerade die ganze Zeit total. Und das geht mir selbst sowas von auf die Nüsse. Während ich hier fahren muss, kann ich einfach nicht denken. Ich muss fahren mit diesem scheiß Fahrzeug, was ich hier habe. Und ich habe den Boost nicht genutzt. Egal. Da, 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 da. Oh nein, wie dramatisch. Hilfe. Hoffentlich können wir geradeaus fahren. Ja, können wir, aber es ist eine scheiß Idee. Geht das? Mist, aber fast. Irgendwie sieht das Fahrzeug verdammt scheiße auf der einen Seite aus, auf der anderen Seite hat es auch seinen gewissen Charme. Aber es gibt ganz gewiss bessere Fahrzeuge. Und das war schon die letzte Runde. Ich bin gerade selbst so verdutzt, weil ich gar nicht auf die Runden oder auf die Zeit geachtet habe. Jedenfalls ist das toll. Unsere Warteschleife hat schon mal 30 Punkte. Mit dem tollen, komischen Auto, mit dem Boostfeuer, was wenig bringt. Jetzt fahren wir die Mondstrecke rückwärts. Mit oder ohne Boost? Ohne Boost. Für uns, für einen mit. Geht doch. Ach, hey. X, yeah. War meine Fahrerin das gerade? Nein. Wenn, dann würde es mich schon ziemlich wundern. Ich benutze jetzt einfach mal den Code, der beim letzten Mal gefordert wurde. Das war blau, rot, rot. Und es ist rot, rot, blau. Oh mein Gott. Dann merken wir uns den einfach. Fliegen wir. Total abgespackt. Und irgendwie hat das nichts gebracht. Das ist unglaublich. Egal. Rot. Blau. Blau. Hä? Oh, das war falsch. Okay. Rot, rot, blau. Das wird uns jetzt nicht mehr allzu viel bringen. Und der fliegt wieder so schräg. Ach je, egal. Wahrscheinlich bin ich gerade immer noch so ein bisschen geladen von dem vorherigen Rennen. Weil das hat mich echt ein bisschen sehr aufgeregt. Ja, was heißt ein bisschen aufgeregt? Also Lego Racers ist mir abgeschmiert, Fraps ist mir abgeschmiert, alles ist mir abgeschmiert. Ich hatte keinen Bock mehr, den ganzen Scheiß nochmal zu machen und nochmal und nochmal und nochmal. Darum will ich jetzt hoffen, dass der diese Aufnahme nicht auch wieder verkackt, weil dann müssen Köpfe rollen. Und zwar ganz viele Lego-Köpfe. Ich habe hier zu Hause sogar noch ganz viele Lego-Köpfe und die werden dann alle dahin siechen müssen. Turbostart? Ja! Turbo! Wer New Kids kennt, wird... Ah, Fraps hat eine neue Datei angefangen, gut zu wissen. Wer New Kids kennt, wird wahrscheinlich auch schon wissen, dass, das sind ja alles Holländer, und dass die auch einen Film machen, und der heißt Turbo. Ich weiß nicht, ob ihr euch für New Kids interessiert, ich finde sie ganz okay. Muss zwar nicht immer sein, weil manchmal ist es einfach viel zu stumpf, viel zu asozial. Aber... Ich freue mich schon, wenn der Film Turbo
von der Holland ist, von der Marschkant hier. Hier bei uns in Deutschland rauskommt. Und falls ihr denkt, dass ich irgendwelche holländischen Adern habe, nein, habe ich nicht. Ich mache mich einfach nur wie die Cashkuppe zu sprechen. Das ist eine lustige Sprache, der Holländer. Die Holländer haben eine lustige Sprache. Und wir sind schon wieder in der zweiten Runde. Mit einem Turbo. Zack. Ah ja. Und wir haben eigentlich auch genügend Platz. Verschießen einfach mal unsere Kanone, die wir noch übrig haben, die keine Sau braucht. Weil dieser Indiana Jones Verschnitt hinter uns macht auch keine Versuche, irgendwie an uns vorbeizuziehen. Weil wir noch gar keinen Warp benutzt haben. Weil mir zum Beispiel sowas passiert. Und er eigentlich immer mehr aufholt, aber das lasse ich nicht zu. So. Wie man hier einfach nur dauernd Turbo machen kann. Okay, das ist jetzt auch schon wieder die letzte Runde. Und mit ein paar Sekunden Vorsprung, abgeschätzt 5, sind wir im Ziel. Und was sagt die Zeitangabe? 4,15 Sekunden. Naja, habe ich nicht ganz gut abgeschätzt. Egal. Egal, was wir jetzt machen. Außer rülpsen. Denn wir müssen schon ins Ziel fahren. Ein bisschen müssen wir noch fahren. Aber wir kriegen es auf jeden Fall hin und wir haben keinen Turbostart. Wie mir gerade aufgefallen ist, muss das Auto für den Turbostart anscheinend so ein bisschen rappeln. Mist. Daneben. Nein. Genau reingefahren, von wegen daneben. Wir sammeln jetzt erstmal die Items. Weil wir sind ganz hinten, können uns Zeit lassen. Ja. Liebe Leute von heute. Nee, 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 nee. Britze. Da, 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 da. Hey. So, jetzt kommen wir näher an den Verschnitt ran. Und der Mist. Hat nicht ganz geklappt. Ja, da sollte ich wohl schon Schutzschild holen, dann kann ich hier die tolle Abkürzung nehmen. La-da-da-da-da. Und flieh! Wieso kriegt ihr nur einen ab? Uah, was, irgendwas ist mit der Steuerung gerade los, die trägt übelst ab. Das regt mich auf. Irgendwas ist gerade los mit Lego Races. Irgendwas funktioniert hier gerade nicht richtig. Ach Mist. Ah, gut, schöner Bug. Das britzelt auch einfach mal weiter, So, und wir haben auch dieses Rennen geschafft. So, 100%. So, wir haben jetzt 120 Punkte, auch in diesem Grand Prix gegen Fake Indiana Jones. Sehen nochmal, wie, dieser tolle Haken fehlschlägt. Und wir stehen auch mit unserer tollen Warteschleife auf Platz 1, auf Plastik, auf Kunststoff, auf Styropor, auf Lego, keine Ahnung was. Auch hier sollte jetzt eigentlich etwas eingeblendet werden, aber da wir das auch schon hinter uns haben, muss ich hier auch schon direkt wieder einen Cut machen, weil sonst muss ich daraus vielleicht doch wieder zwei Parts machen und ich habe einfach kein Zeitgefühl, tut mir leid. Also, bis zum nächsten Mal, dann kümmern wir uns hier um diesen tollen Archäologen, Safari-Type, keine Ahnung was. Viel Spaß beim nächsten Mal bei Lego Racers.